So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und das Wetter hat sich jetzt endlich gebessert. Und ich habe unseren Fluss mal so einigermaßen in die Position gebracht, damit wir hier gleich mal direkt tauchen können. Wir gehen aber nicht ohne einen Speer. Ich habe so das Gefühl, es bringt sowieso nichts. Was haben wir denn da direkt unter uns? Ist ja schon ein kleiner Hai, ne? Ich habe das Gefühl, das bringt sowieso nichts. Weil der große Hai noch irgendwie rumgeistern wird. Warte mal, können wir den Kleinen nicht irgendwie... Wir schon. Nö. Das interessiert ihn gar nicht. Schildkröten. Ich habe das Gefühl, der ist hier noch in der Gegend, der Hai, ne? Da. Natürlich ist er hier noch. Hört das Blubbern doch mal, aber wo? Ah, komm raus. Hi, hi, wo bist du? Muss unter uns sein, tatsächlich. Der ist... Das Problem ist immer noch, wir hatten immer noch das mit dem Kompass, ne? Also uns fehlt ein scheiß Kompass, um wirklich zurück nach Hause zu finden. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt am liebsten hin. Einfach nur mal, weil wir wissen... Ja, der Hai ist da. Hör mal, das blubbert. Weil wir da auf jeden Fall zu Hause uns Sachen machen können einfach. Vernünftig. Uns am Leben lassen können. Genügend Ressourcen am Start haben. Wir haben hier keinen Kompass, das ist echt ätzend einfach. Ich mach gar nicht jetzt irgendwie runtertauchen, wenn der Hai jetzt wirklich da ist. Man hört ihn ja definitiv. Sollen wir uns trauen? Ach, was soll's. Man will schon ewig leben. Wir. So weit weg war das doch nicht. Da. Okay. Ja, genau. Genau, du Fuckhai, ne? Genau so. Warum muss mein Fluss? Ich mag das immer nicht haben, ne? So die Füße denn im Wasser rumspatteln und der Hai schwimmt hier irgendwie rum, ne? Ich glaube, wir können das vergessen hier mit den... Aber die Insel ist eh tot und bevor wir warten, weiter verdursten, müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir weiter raussegeln wieder. Ich bin noch nicht dahinter gestiegen. Gibt es hier eine Map? Warum kommt der Hai nicht? Da unten ist er doch ziemlich tief im Wasser, ne? Wir müssen so einen Speerwerfer machen und so und alles. Das... Egal, wir wissen, dass er da ist. Lass uns hinvon segeln. Und wir segeln... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hinsegeln sollen. Ach, scheiße. Weil wir keinen Kompass haben. Das wird echt schwer. Reisen ohne Kompass. Was hat mich überhaupt hier hingetrieben? Ja, Gift, ne? Gift hat uns hier hingetrieben. Wir sind sehr weit gesegelt damals. Oh, komm schon. Nein, mach doch mal ein Segel auf und so. Ach, geht nicht. Das ist natürlich immer sehr schlecht, wenn die Segel ziemlich weit weg sind. Na komm, mach es. Na, kriege ich jetzt gar... Oh, geil, Kekse. Also, das gibt's nicht. Ja, dankeschön. Wir werden auch mit den Türen geknallt und alles. Na, kein Problem soweit. Der Hai ist immer noch da, ne? Mann, geht nicht. Ich drück die ganze Zeit. Er macht es nicht, er macht es nicht. Dabei bin ich nicht so weit weg. Ich habe das alles so hingestellt gehabt, damit man von überall eigentlich die Segel bedienen darf, kann. Weil das so aufblinkt, ne? Komm. Krieg ich nicht. Jetzt, yay. Ich hab mir doch nicht umsonst einen Viermaster gemacht. Jawohl. So. Diese Insel haben wir den Rücken gekehrt. Wir hatten hier irgendwo in der Nähe... Hier war irgendwas. Hier gab es. Und das... weiß ich nicht, wo es hin ist. Oh, hier ist die Welt zu Ende.
Scheiße. Wo waren wir denn ursprünglich? Aber wenn hier die Welt zu Ende ist, könnten wir hier wunderbar das als Navigation benutzen und nach Hause segeln. Weil wir waren ziemlich am Rand der Karte, der Welt quasi. Ärgert mich natürlich jetzt um das, was ich entdeckt hatte einfach, ne? Guck einer an, das sieht ja aus wie bei uns. Guck einer an. Guckt sich das einer an, das wollte ich eigentlich sagen. Was ist hier mit dem Motor? Wieso funktioniert dieser Motor nicht? Ich habe ja auch keines da, aber wahrscheinlich muss ich das selber brennen. Genau, das war das, ne? Man muss sich selber Sprit herbrennen oder so. So, nun segeln wir ins Ungewisse und sind gespannt, ob wir jemals wieder irgendwo befinden werden. Was kann uns noch retten? Das ist die Insel, wo wir gerade hergekommen sind. Man müsste sich hier auch so ein Shelter bauen oder so. Wird es die Reise in den Tod? Oder können wir... Was leuchtet da gerade so intensiv unter Wasser? Das hat gerade sehr verdächtig geleuchtet. Kann aber auch mutig gewesen sein, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. So. Ich glaube, wir schnippeln das mal zusammen. Das ist ja Blödsinn, wenn ich jetzt die ganze Bootstour sehe. Es wird hier sowieso kaum was passieren. Denke ich mir einfach mal. Oder? Sollen wir jetzt die Tour aufnehmen? Nein, machen wir nicht. Das ist Quatschkram. So, mal gucken. Ich muss mal gucken, ob die Aufnahme auch geht, weil ich ja, geht. Weil ich traue meinen Knöpfen immer nicht so, die ich hier habe. Ich bin jetzt eine ganze Weile gesegelt. Und frage, ja doch, da waren wir schon mal, glaube ich, tatsächlich. Ja, ja. Das kam mir gerade nicht so bekannt vor. Aber doch, ich erinnere mich dran. War, glaube ich, sogar die Insel, wo wir uns nicht vergiftet haben. Ja. Schade, wir sind ziemlich weit gesegelt tatsächlich. Wir sollten daran denken, wenn wir das nächste Mal, wenn wir raus segeln, dass wir ich muss unbedingt noch rausfinden, wie wir die Karte finden. Das ist einfach. Ohne Karte geht es hier gar nicht. Man muss sich doch irgendwie orientieren können. Ja, ich bin mir fast sicher, hier gab es nichts mehr. Obwohl das super interessant aussieht, ne? Da hinten gibt es auch einen Container wieder. Da ist ein Reifen. Ja. Aber nur einer. Genau, da musste ich vom Boot direkt aus. Da kam ich gar nicht rauf. Genau, so war das. Ja, genau so war das. Und da gab es auch einen Container. Ne, wir sind noch weit entfernt von unserer Heimatbase. Da müssen wir erstmal anlanden. Vielleicht können wir mal gucken, dass wir dann irgendwie weiterbauen oder so. Oder eine Nachbarinsel ausplündern und dann direkt hin. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Wasser. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr stilvoll. Ohne Wasser geht das ja bekanntlich nicht. Moment mal, hängen wir gerade irgendwo? Wir hängen gerade irgendwo. Wo hängen wir? Was passiert hier? Was war das denn bitte? Wir hängen wohl irgendwo fest. Anker. Scheiße, das in der Nacht, ne? Anker! Rat mal was, wir sind hier auch nicht alleine. Wir hängen hier in der Nacht, ey. Was? Aber wo hängen wir? Hier ist irgendwas, da irgendwo fest.
Ah, wir hängen hier am Wrack fest. Guck mal an. Jo, da ist ein Wrack, da hängen wir tatsächlich fest. Und da ist der Hai. Kleiner Hai, großer Hai. Depp, 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 depp. Okay. Wir müssen jetzt, wird es praktischerweise gerade auch tags. Müssen wir uns darum kümmern. Irgendwie müssen wir. Da, jetzt haut er uns noch an. Wir müssen uns irgendwie um den Hai kümmern. Weil. So das Floß wegziehen wird ein sehr, sehr gefährliches Unterfangen. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Ne, es wird nicht tags. Was habe ich mir denn da bitte eingeredet? Gibt es eigentlich auch einen Riesenhai? Wir müssen nachher in die Richtung dann wieder raus, ne? Genau. Oh mein Gott. 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 So, wir müssen warten, bis es tags wird, sonst wird das ja aber nicht. Wir könnten ja ans rettende Ufer schwimmen und uns da wahrscheinlich verpflegen mit irgendwelchen Sachen. Da sehe ich auch irgendwie Treibgut und so. Aber ich möchte auch gerne den Hai hier loswerden irgendwann mal. Ist das gefolgt? Den ganzen Weg vielleicht? Wer weiß das schon. So, Leute, erstmal muss ich gleich mal zwischenschneiden, weil... So, in der Nacht bringt es. So, ich hoffe mal, wir können jetzt direkt hier weiter segeln. Ich habe tatsächlich uns befreien können, ohne dass ich ins Wasser springen musste. Mal gucken, wie wir uns da jetzt raus befreien können, Alter. Ja, es könnte klappen. Das könnte klappen. Wir müssen einmal ganz kurz eine Kurve schwimmen. So musste ich dann nicht zum Hai runter. Das ist natürlich echt sehr, sehr super. Ja, auf dieser Insel waren wir hier schon. Dieser Gedanke kam ja bloß erst ziemlich spät, ne? Das ist auch noch so ein Problem. Einfach mal Anker lösen und einfach mal alles lösen und sich da nicht hintreiben lassen. Der hat scheiß Segelmast, ey. Oder was auch immer das war, Antenne oder wie auch immer. So, wir müssen aber einmal rum jetzt hier. So, wo sehen wir die andere Insel? Wo ist denn die jetzt? Da haben wir sie im Rücken, genau. Wir müssen jetzt... Scheiße! Jetzt wird's spannend. Oh, komm schon. Das ist so ein brachialer Akt, immer dieses Floß zu wenden hier. So, jetzt haben wir es. Leine los! Volle Fahrt! Santiano, oder wie war das, ne? Na komm, gib mir eine Chance, dass ich den hier auch nochmal machen kann hier. Ne, warum auch? Na komm schon, ich will alle Sieger haben, volle Fahrt halt und so weiter und so fort. Ne, macht er nicht, keine Chance. Aber ne, gewinnt schon richtig Fahrt hier tatsächlich. Boah, Alter. Es wackelt so sehr an Bord. Wir müssen unser Boot irgendwie noch einen Namen geben, ne? Ich meine, das ist ein Viermaster, das ist ein brachiales, großes Schiff und eigentlich sind wir damit in der Lage, bis nach New York zu segeln von den Bahamas aus. Also ich gehe mal davon aus, wir sind auf den Bahamas. Und ich bin der Meinung, das könnte gut klappen. Mit diesem Boot hier überstehen wir jeden. Wenn wir bloß sowas wie einen Kollektor hier raufbauen könnten, ne? Das wäre total geil. Oder eben halt Lagerfeuer oder ein Shelter draufbauen können. Eigentlich ist es total Quatschkram, dass es nicht geht. Das muss ich ja mal so ganz ehrlich sagen. Oder wäre Quatschkram, wenn es nicht gehen würde. Aber ich gehe mal davon aus, es geht einfach nicht. Es ist natürlich blöd, wenn wir jetzt weiter in diese Richtung segeln und wir immer noch keine Möglichkeit finden auf Land, ne? Das ist eben halt, wie gesagt, oh, hier ist wieder Ende vom Spiel. Die Welt ist hier zu Ende. Wir müssen in diese Richtung weiter. Wie ätzend immer, ne? Man hat das Gefühl, man ist schon so weit weggesegelt. Aber in die verkehrte Richtung einfach. Und der Weg ist eigentlich noch relativ weit. Das weiß ich noch. Ich sehe, glaube ich, was im Horizont. Am Horizont.
Aber kann mir auch das irgendwas eingebildet haben gerade. Ja, es ist echt kacke, wenn man eigentlich von da kommt. Von genau da. Und man hätte einfach geradeaus segeln müssen. Man ist dann wirklich so eine riesen, gigantische Schneise gesegelt. Ja, da hätten es tatsächlich was. Das ist eine Insel. Da sehe ich auch was aus dem Wasser ragen. Aber es ist noch lange nicht unsere Insel. Ich glaube, das sind noch drei Inseln, glaube ich, die wir abfahren müssen, um dann wirklich zu Hause zu sein. Ich kann von hier aus gar nicht auf die Uhr gucken. Ja, warum haben wir diese Insel verlassen? Wir sind einfach noch nicht vorbereitet, wirklich weite Touren zu fahren. Es ist wirklich anstrengend. Wir müssten da wirklich uns drauf vorbereiten. Das heißt, wir müssen auch vernünftige Sachen haben, um da wirklich echt mal was Vernünftiges herzustellen. Wasser. Wasser ist so wichtig einfach. Deswegen ist es vielmehr so ein Abenteuertrip, den man macht. Wir brauchen unser Kompass. Unbedingt Kompass mitnehmen. Aber da hätten es noch so viel mehr. Und wie gesagt, ich hatte irgendeinen Ort entdeckt gehabt tatsächlich. Der war unter Wasser. Kann es auch sein, dass es ein Wrack oder sowas in der Richtung gewesen ist. Aber es wäre natürlich mal super scharf, den mal zu erforschen. Aber ist natürlich nicht möglich, wenn wir da kein Wasser und so und alles dabei haben und kein Essen. Essen, gut, klar. Essen, Lagerfeuer, pipapo, geht ziemlich schnell. Wasser ist eben halt das größte Problem. Am besten sollten wir auch nochmal irgendwo auf eine Insel halten und dann mal gucken, dass wir da nochmal Palmen mitnehmen. Palmblätter mitnehmen, damit wir auch Wasser schön herstellen können. Ja. Das sieht immer alles so spannend aus, wenn man da drüben spielt. Was hat, oh mein Gott, was ist denn bei uns los, ey? Geht es da schon so schlecht jetzt, ja? Kannst du mal bitte... Achso, habe ich Anker gelegt. Oh. Oh ja, wir haben gar kein Wasser mehr, ey. Scheiße. Eins wissen wir, in unserer Base, beziehungsweise auf unserer Hauptinsel, Heimatland, Heimathafen, da haben wir auf jeden Fall genügend Wasser, das wissen wir. Nur wie weit geht der Weg noch? So, wir melden uns wieder, wenn wir da ankommen. So, wir haben uns doch entschieden, einfach mal hier zu halten, um einfach... Der Hai ist schon wieder da, das ist unglaublich. Um einfach mal... Da war eine Seeschlange. Um einfach mal jetzt schon mal Kokosnüsse zu trinken. Wir verdursten hier komplett. Und das ist überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Zudem könnten wir ja eigentlich mal die Insel nochmal ausplündern. Was, glaube ich, eine gute Idee wäre. Wir sind jetzt auf jeden Fall nahe der Heimat. Das ist natürlich echt... Nein, nahe der Heimat ist übertrieben, glaube ich. Aber wir sind... Auf jeden Fall Richtung Heimat unterwegs. Und dann können wir gucken, dass wir in der nächsten Folge einfach mal versuchen, mal ein bisschen was zu bauen. Weil, wie gesagt, es ist einfach nur so ein wildes Abenteuer, was wir hier gerade veranstalten, anstatt was Vernünftiges denn daraus zu machen. Wir müssen versorgt sein. Ohne Versorgung klappt es hier einfach nicht. So, da hinten habe ich noch unser Dings. So, komm mit. Das, ach genau, das war die entdeckte Insel, die wir schon entdeckt hatten, ne? Ja, ja. Das waren noch Zeiten, Leute, das waren noch Zeiten. Deswegen nehmen wir hiervon jetzt echt mal jede Menge mit. Dann können wir nämlich gleich Wasser produzieren, nämlich auf unsere Heimatinsel, vernünftig. Und wir gucken, dass wir auch gleich mal ein paar Sticks mitnehmen und so. So. Ich glaube, das sollte auch erstmal reichen. Wie gesagt, andere Inseln werden nachher da zum Plündern da.
Warte mal, da ist tatsächlich schon der Hai im Wasser und wartet auf uns? Das ist nicht dein Ernst. Folgt er uns die ganze Zeit oder was? Der muss sterben. Der Hai muss weg. Das nützt nichts. Das ist das, was ich die ganze Zeit sagte. Der Hai muss... Der muss sterben. Wo ist die Palme jetzt? Oder wings? Oh. Oh, wow. Und das war jetzt nur der Kopf von der Palme jetzt, ja? Nee? Oder doch die ganze Palme? Ja, Leute, echt jetzt. Stress uns nicht. Ich weiß. Wir müssen überleben. Das ist natürlich kacke, wenn die Palme sonst wohin fliegt jetzt, ne? Boah, wie viel wir hier schon abgehackt haben, Mann. Oh, da. Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss. Warum sag ich sie nicht gleich, ne? Anstatt irgendwie aufzusammeln und dann dumm wieder fallen zu lassen. Na komm. So, pops. Der Hai muss sterben. Koste es, was es wolle. Vielleicht machen wir auch hier unser Fluss weiter aus. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen noch. Da bietet sich ja der Hai auch sehr, sehr praktischerweise an. Speere müssten wir eigentlich genügend am Start haben. Was ist denn hier los? Was ist denn das? War nur wegen Stein gerade, ne? Schade eigentlich. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass wir uns wieder vergiften. Oh, das nervt aber auch jetzt, ne? Das Rumgepiepe die ganze Zeit. Aber so Mano a Mano gegen... Oh, da haben wir was Essen gefunden gerade. Mano a Mano gegen den Hai ist natürlich auch richtig scheiße einfach, ne? Das ist aussichtslos. Sehr gut. Hi auch. Scheiße, wir brauchen unser... Er greift an. Oh. Wir brauchen unser Essen, sonst sterben wir. Alter, jetzt geht's los. Jetzt sterben wir bald. Alter, seh zu jetzt! Weil wir verbluten unseren Schrott, ne? Komm, hör mal auf jetzt. Lass mal los. Das war nur so ein... eine Warnung vom Spiel. Moment mal, schwimmt der Hai hier jetzt gerade auf dem Land wieder? Lass mich mal umdrehen, bitte. Der Hai schwimmt wieder am Land. Oder zumindest unter uns. Da ist er, seht ihr das? Oben im Blickdings da. Der Hammer. Wir müssen gleich nochmal einmal ganz kurz. Na komm schon! Na komm schon! Alter, das dauert immer so ewig lange, ey. Da kriege ich immer so kleine Aggressionsschübe von, ne? Wollte ich nochmal so dazu hinzufügen. So. Lass uns nochmal schnell. Ich will eigentlich den Hai hier behalten, solange er hier irgendwie. Wäre aber Bug-Using oder so nennt sich das, ne? Komm her, Digga. Oh ja, super. Mein bester Wurf. Jetzt schwimmt er sonst wohin, ne? Tut so, als wäre er weg und dann kommt er wieder. Echt jetzt? Wieso werfen wir nicht so weit? Was ist denn das für eine Kacke, ey?
Ja, wir verrecken nach und nach, Step by Step. Das ist schon echt irre. Komm, wir brauchen was zu trinken jetzt. Das ist eine schwere Situation, aus der wir jetzt mal rauskommen müssen. Das, der Hai war da wenig förderlich für uns dabei, der Hai. Warum sind hier keine Kokosnüsse erreichbar? Da haben wir Kokosnüsse. Denk daran, nicht gleich 3 Stück nehmen, das wäre zu viel des Guten. Ui, das freest so ein bisschen. Hä, wo ist denn so eine Base? Da. So, Essen haben wir da. Zu trinken auch. Na komm, nimm doch. Mein Gott, ja, jetzt lässt er das fallen. Na gut, warum auch nicht, ne? So, die kann weg. Ich dachte, ich hätte gerade Steps gehört. Hä, kam ja der Ver. Da. So, jetzt mal gucken, was unser Essen sagt. Gar nichts. Achso, hä? Ey, komm schon, Spiel. Gib uns doch mal eine Chance, ey. Oh ja, warum macht er das Feuer aus? Denn was soll das denn werden? Ach, Kinders. Ah. Müssen auch gleich mal die Folge beenden hier, ne? Aha. Also, das Kotzen haben wir davon schon mal nicht bekommen. Was natürlich sehr hilfreich ist. Oh, komm schon, nimm doch die Kokosnuss. Nimm die Kokosnuss, komm schon, nimm die Kokosnuss. Genau, nimm die Kokosnuss. So. Ich denke mal, wir bräuchten noch einmal was zu trinken. Dann sollten wir einigermaßen oben auf sein. Dass wir healen. Wäre natürlich schlecht, wenn das jetzt gerade die letzte Kokosnuss der Welt gewesen ist. Oh, cool down. Das Spiel macht mich wahnsinnig, Leute, ehrlich. Na komm. Es geht Durchfall. Oh, das wäre so grausam. Oh, wir bräuchten eigentlich. Oh ja. Ausruhen. Wir werden niemals healthy sein hier. Wo ist denn das, mein Dings jetzt wieder? Mein Lagerfeuer. Machen wir es safe einmal, nicht, dass wir tot aufwachen. Tot aufwachen. So. Sleep. So. Überleben wir diese Nacht. Ja, eigentlich, guck mal, das Feuer ist leer. So, komm. Einmal ups. Nochmal Kokosnüsse. Und dann glaube ich, sollten wir eigentlich gut davor sein wieder, dass wir wieder aufhielen. Und dann sind wir safe. Spannend, ne? Der Hai hat uns echt einen Rest gegeben. Finde ich eigentlich, dass es ziemlich spannend ist. Wo ist die andere Kokosnuss? Da.
Into the Blue. Es fehlt noch ein bisschen Wasser, brauchen wir noch, ey. Das ist so aufregend. Komm, wo? Du bist hier keine. Das ist ein abgestürzter, ne? Ja. Keine Kokosnüsse mehr da, was? Das glaube ich jetzt aber nicht. Keine Kokosnüsse mehr dran. Bräuchte, glaube ich, noch eine Kokosnuss, damit wir wirklich wieder gut drauf sind. Ey, voll so Gestrüpp hier einfach. Da, Kokosnuss. Ja, geh ruhig seitlich. Oh, guck mal, da kommen wir sogar ran. Und hier liegt sogar eine praktischerweise auf dem Boden. Na, das ist doch super. Ich glaube, die sind aber nicht schlecht dann. Die kann man dann so direkt verzehren. Solange sie in ihrer Schale sind. Super. Oh, komm schon, sag mir bitte jetzt nicht, dass wir noch eine brauchen. Ernsthaft, wir sind aber auch ausgeruht und alles, ne? Ja, wir brauchen noch eine scheiß Kokosnuss. Das wird ja natürlich Topschlagen auf Minenfeld. Wenn wir da... wo haben wir die denn? Da oben ist sie. Wenn wir da wieder eine zu viel nehmen, dann kann es wieder sein, dass wir wieder Durchfall kriegen. Und dann war es das auch schon wieder mit unserem Wasserhaushalt. Und dann dürfen wir den ganzen Scheiß von vorne machen. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen uns rehabilitieren. Bitte, lieber Gott, nur noch die eine. Ja, dankeschön. Jetzt heilen wir. Das ist klasse, wir haben es geschafft, wir haben ihn belebt. Leute, wir haben ihn belebt, das ist toll. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zum Zelt hin und dann speichern wir und dann war es das auch schon wieder für heute, liebe Leute. Wie schnell die Zeit rumgeht, wenn man Spaß hat, ne? So, wir kamen von da und wollen noch dort. Und der Hai war hier immer noch unterwegs, ne? Aber ich glaube, der ist in der nächsten Folge dran. Also... das war's, danke fürs Reinschalten und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.